Ja, gut, dass Sie uns das mitteilen. Wir hatten in letzter Zeit auch etwas Probleme mit Datenklau. Dann würde ich Ihnen im Vorfeld erstmal einen Sicherheitscode durchgeben, wenn Sie was zum Schreiben da haben. Ja, nicht, weil letztendlich das, was ich mit Ihnen hier mache, werden alle anderen erfahren. Das ist der Sinn an der ganzen Geschichte. Aber Sie können mir ja gerne mal erzählen, ob Sie zufrieden sind mit so einem Job, Menschen betrügen. Und das auch noch wissentlich scheinbar. Ja, ich werde hier sicher nicht darauf eingehen, dass Sie hier der Ansicht sind, Menschen betrügen. Wenn das für Sie Betrug ist, dann nehmen Sie dann Abstand von Das dem ist nicht nur für Angebot. mich Betrug. Hallo, da bin ich wieder. Heute habe ich euch mal einen seriösen Abzocker mitgebracht. Also zumindest tut er so, als wäre er seriös. Man muss aber auch sagen, er verhält sich tatsächlich in diesem Fall schon recht seriös. Ja, nun haben wir ganz oft seriös gesagt. Die Seite ist es aber nicht. Ja, das ist ein Schneidermaterial, das ist ein Online-Handel. Ihre Leitung ist total arsch, ich verstehe Sie nicht. Ja, also Sie können sich schon etwas höflicher ausdrücken. Ah ja, Also, jetzt geht's, ja, jetzt höre ich Sie. genau, Heinrich Schneider hier am Apparat und ich melde mich von CTR bezüglich der Registration für Online-Handel. Und wir rufen Sie jetzt an, um mit Ihnen Ihr Handelskonto zu eröffnen. Ja, man glaubt es kaum, aber wir haben heute tatsächlich mal einen Abzocker am Telefon, der fließend Deutsch spricht. Zwar mit österreichischem Akzent, er sagt auch, dass er Österreicher ist. Ich glaube nur nicht, dass er in Österreich sitzen wird. Oh ja, okay. Gut, dazu benötigen wir einige Informationen von Ihnen im Vorfeld. Haben Sie denn schon Erfahrung mit Onlinehandel? Nee, eigentlich nicht. Also mich hat hier gerade eine komische Frau mal angerufen, aber die war irgendwie unseriös. Eine komische Frau. Gut, dass Sie uns das mitteilen. Wir hatten in letzter Zeit auch etwas Probleme mit Datenklau. Dann würde ich Ihnen im Vorfeld erstmal einen Sicherheitscode durchgeben, wenn Sie was zum Schreiben da haben. Das nächste Mal, wenn Sie angerufen werden, bitte erst nach Ihrem Sicherheitscode fragen. Wenn Ihnen dieser nicht genannt werden kann, würde ich Ihnen dringend raten, aufzulegen sofort. Ja? Ja, das ist eine Haben gute Sie was zum Idee. Schreiben da? Da habe ich. Genau. Das wäre in die 29 51 Ja. 23. Tja, wirkt natürlich ultra seriös. Dass man jetzt hier einen PIN durchgibt, beziehungsweise einen Code, Passwort, wie auch immer, womit man sich am Telefon legitimiert. Und man darf mit niemandem anderen sprechen, wenn jemand anderes anruft. Ich glaube, das kennen wir von allen anderen Abzockern. Also kann er mir hier erzählen, was er möchte. Er gehört einfach dazu. 2, 3, ja. Genau, und eben Anruf diesbezüglich dann bitte vor dem Gespräch gleich nach Ihrem Code fragen. Ja, wollen wir da nicht nur irgendwie Sonderzeichen und große und kleine Buchstaben reinmachen? Weil Passwörter sollte man ja immer besonders sicher machen. Ja, das ist jetzt so fallen, das wäre natürlich keine schlechte Idee, da haben Sie schon recht. Aber das ist jetzt so gemacht worden. Also ist ja an und für Achso. sich kein Passwort, sondern dazu gedacht, dieser Sicherheitscode, dass man den telefonisch abfragt. Achso, hier Also, so ein ja, Untergrundding. gerade deshalb, weil, wie gesagt, aufgrund von Datenklau auch andere Kunden sich beschwert haben, dass Ja. sie halt Anrufe bekommen von unseriösen Unternehmen, die einfach, genau. Gut, Ihr Alter bräuchte ich dann bitte. 29. 29. Was machen Sie beruflich? Das hat mich die Dame auch schon gefragt. Eigentlich will ich das ja immer nicht verraten, weil sonst rufen mich so viele Leute an. Ja, es ist hier zur Qualifikation aber vorgesehen, dass das, also Sie müssen es auch nicht genau spezifisch jetzt sagen, sondern Sie können auch den Bereich hier nennen, in welchem Sie tätig sind. Ich arbeite in einem Bereich, wo man körperlichen Kontakt filmt. Ich verstehe, ja, ich verstehe. Und Englischkenntnisse haben Sie? Nee, die braucht man in dem Job nicht. Brauchen Sie nicht, aber privat könnten Sie die, wie würden Sie die bewerten von 1 bis 10 Oh, ungefähr? minus 11 locker. Also keine, überhaupt nicht. Gut, alles klar. Der zweite Schritt ist dann, um Ihr Handelskonto zu eröffnen, ist, also wie möchten Sie das Startguthaben hinterlegen? Ja, genau. Jede Firma fragt als allererstes, wie man das Startguthaben hinterlegen möchte, wo man überhaupt mit der Sprache rausrückt, was die ganze Bude da überhaupt macht. Tja. Welche Zahlungsmethode?
Methode, also Kreditkarte oder Online-Banking. Ja, was gibt's denn da noch? Oder Überweisung. Machen wir mal, nee, Überweisung, das macht ja kein Mensch mehr. Und Online-Banking ist ja auch schon alt. Dann nehmen wir die Kreditkarte. Die Kreditkarte. Mhm. Klar. Dann, Sie haben jetzt Zugang an auf Ihre E-Mail-Adresse. Mhm, dann ja. Würde ich Ihnen eine E-Mail zusenden mit dem, genau, gut. Es dauert ein, zwei Minuten. In der Zwischenzeit können Sie gerne Fragen stellen, insofern Sie welche haben an der Stelle. Dann stelle ich Ihnen die E-Mail zusammen. Sie erhalten die dann die nächsten ein bis zwei Minuten und danach dauert es auch nicht mehr lange. Mhm. So, Achtung, nicht erschrecken. Mir ist fast der Hörer aus der Hand gefallen. Was ist denn da bei Ihnen los? Ja, also es wird immer, wenn ein neuer Kollege kommt, also ankommt, dann wird er so begrüßt. Das war jetzt diesmal etwas intensiv. Und da rasten die Leute aus, weil ein Kollege kommt? Naja, es war diesmal etwas intensiv. Mhm. Tja, also so eine intensive Erfahrung hatte ich zumindest noch nicht, wenn ich auf Arbeit komme. Naja, aber ich würde eher sagen, hier hatte man in diesem Callcenter wohl noch kein Geld für ein Glöckchen. Und klatschen tut auch keiner. Man hat sich dafür entschieden, auf den Tisch zu kloppen. Kann man ja auch machen, ne? Ich meine, das ganze Callcenter ist nichts anderes als ein Schenkelklopfer. Also ich meine, bei mir auf der Arbeit, da kommen ja schon geile Schnitten, ne? Aber da klopft auch keiner. Ist jetzt hier so. Also ist bei uns so üblich, also hier. Aber, ja. Weil ich denke, bei den Kanadern da noch viel mehr Erlebnisse. Gut, die E-Mail ist dann raus. Dann. Ja, aber schön, dass er hier nochmal auf meinen Job anspielt. Da hat man wohl tatsächlich mehr Erlebnisse. Bei mir klingelt den ganzen Tag das Telefon und ich habe lauter Betrüger dran. Ja, tatsächlich, da kommen einige Erlebnisse zusammen und jede Menge Erfahrung. Sie können das dann gerne überprüfen. Dann mache ich mal eben mein E-Mail-Ding hier nochmal auf. Genau. Von wo aus rufen Sie eigentlich an? Ich melde mich aus London. Ach, aus London. Dafür können Sie aber ziemlich gut Deutsch. Ja, ich bin kein Engländer, also ich arbeite in London, ich komme ansonsten aus Österreich. Ah, okay. Ja, weil die Frau von vorhin, die hat gemeint, sie kommt aus Berlin, konnte aber irgendwie gefühlt kein Wort vernünftig Deutsch. Also ich meine, den ganzen Betrügern, die hier anrufen, kann man ja eigentlich normalerweise überhaupt nichts glauben. Aber in dem Fall tatsächlich, es klingt schon nach Österreichisch. Aber es ist schon etwas traurig, dass ein Österreicher in irgendeinem illegalen ausländischen Callcenter arbeitet. Ich weiß nicht, von wo aus er anruft. Und es ist schon echt tragisch. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Normalerweise kennt man das Ganze ja nicht. Allerdings dadurch, dass er ja ein Europäer, also ein Mitteleuropäer ist, der, naja, aus einem deutschsprachigen Land anruft, hat er zumindest auch die Höflichkeitsformen drauf, die man eben so bei uns auch hat. Und man versteht ihn auch tatsächlich mal. Normalerweise kriegt man ja hier ständig irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geworfen. Naja, und der hier ist tatsächlich ein kleines bisschen netter als die anderen Betrüger. Aber es macht ihn trotzdem als Mensch einfach nicht besser. Ich meine, ich finde es schon schade, dass, ich meine, der klingt jetzt echt nicht doof. Ich finde es mega schade, dass der keinen vernünftigen Job macht. Und ich weiß es nicht, ob der in einem deutschen Callcenter sitzt, ob sich deutsche Callcenter mittlerweile auch sowas angewöhnt haben, weil Musik oder sowas läuft ja da auch nicht im Hintergrund. Tja, also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein etwas seriöseres Abzocker-Callcenter. Also man kann mir auch in keinster Weise sagen, dass dieses Callcenter seriös arbeitet, weil letztendlich, wir haben ja bis jetzt schon wieder alle typischen Indizien zusammen. Ja, das ist halt auch sehr oft, diese unseriösen Unternehmen arbeiten dann aus dem Ausland. Wir sind jetzt natürlich auch im Ausland, weil wir hier unseren Hauptsitz in London haben, aber das ist dann eher irgendwie so, weiß ich nicht, Osteuropa, Polen, Ungarn, solche in diesen Bereichen. Also mir ist es schon bekannt, was das wahrscheinlich ist. Darf ich fragen, wann sie diese Dame kontaktiert hat, oder? Weil ich sehe, dass sie hier mit der Registration und so
Weiß ich nicht, warte mal, ich kann ja hier in meinen Anruf, also es war auf jeden Fall heute, und ich guck mal hier im Anrufverlauf. Ach so, heute. Ja, auf jeden Fall kannte ich auch die Webseite gar nicht, die sie mir da vorgeschlagen hat, oder wo sie meinte, ich habe mich angemeldet. So. Ja. Auf jeden Fall hat sie mit einer Handynummer angerufen und das seit heute Morgen um 8.45 Uhr, fast im 5-Minuten-Takt, also knappe 30 Mal. Ja, das ist schon fast Telefonterror. Ja, kann man so sagen. Ich meine, ich habe ja so einen Knopf, wo ich das ausmachen kann. Mhm, ja. Aber dadurch, dass ich ja meistens nachmittags und abends arbeite, dann schläft man natürlich einen Vormittag. Ja, genau, das ist dann verständlich. Ist bei Ihnen die E-Mail in der Zwischenzeit angekommen? Unser? Ups, jetzt habe ich eine falsche Taste gedrückt. Ich bin gleich wieder drin. So, die letzte E-Mail, die ich bekommen habe, die ist von 11.38 Uhr. Da steht, Welcome to your Bycoins. Nein, also die ist von Henry Schneider. Achso, hier steht bei mir, aha, ich habe jetzt eine Rückmeldung bekommen. Your message wasn't delivered to Peter Partner Google because the address couldn't be found. Also, Sie können ja nicht Englisch, also dass diese Nachricht wurde nicht weitergeleitet an Sie, da die Adresse nicht gefunden werden konnte. Uh-huh. Das ist ja. Also das ist ja nur, um das nochmal zu überprüfen, peter.patmanach@googlemail.com. Hoppala, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ist ein neuer Charakter, der Peter Patmanach. Aber, den Charakter, den habe ich gezielt auf so einer unseriösen Seite abgelassen. Das heißt, ich weiß auch ganz genau, dass dieses Callcenter nicht seriös ist. Tja, haben wir wieder einen Volltreffer. Habe ich am Anfang noch selber gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, weil am Anfang war ja seine Leitung im Arsch. Fand er ja unhöflich. Tut mir ja leid. Entschuldigung, dass ich einen Betrüger böse angemacht habe, weil seine Leitung nicht geht. Ich meine, ist ja nicht so, als würden die alle mit super Leitungen anrufen und mit Hochdeutsch. Ach so, nee, die geht nicht mehr. Wie sind sie denn an den alten Schinken rangekommen? Ich weiß nicht, die ist hier eingetragen. Also sie haben sich damit mit dieser Adresse registriert. Okay. Nee, also Vorname Punkt Nachname ist schon richtig und dann ja. M wie Martha, dann Martha, ja. D wie Dödel, ja, dann C wie Club, ja, und noch ein C, ja, und dann fun.de. Ich wiederhole dann nochmal, M wie Martha, D wie David, C wie Cäsar, C wie Cäsar, Punkt, Fun. Nee, ohne, und ohne, also nach dem C, ohne Punkt. Ohne Punkt, alles klar, also mccfun.de. Ja, genau, so kann man es auch, ja. Ja, dann. Gut, dann schicke ich das nochmal an diese Adresse hin. So. Und Ihr Name ist dann, also Vor- und Nachname ist dann wieder durch einen Punkt getrennt, ja? Genau, in der E-Mail-Adresse. Ja. Haben Sie die E-Mail schon geschickt? Einen Moment noch, ich füge hier gleich nur noch Ihren Link ein und jetzt ist die E-Mail raus. So, dann gucken wir mal. Ach, jetzt lädt das Ding hier gerade nicht. Ich habe irgendwie nicht aufgepasst, wie Ihre Webseite heißt. Wie heißt denn die? CPR.net. Also ich kann Ihnen auch dann gerne einen Link zuschicken. Ja, oder Sie buchstabieren mir das einfach mal. Achso, C wie Cäsar, P wie Paula, Bindestrich, also Minus, R wie Richard, .net. Punkt was? Net. Ach, also net. Net, genau. Ich hab Punkt Bett verstanden. Das kann Ach ja, so, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's, ja. Ist übrigens genau genommen eine Webseite von der Höhle der Löwen. Also, das hatten wir ja jetzt hier auch schon mal.
Also wenn man sich bei Höhle der Löwen, Ölsystem, bla bla, man kann ganz viel Geld und Millionen und tralala. Ja, die Höhle der Löwen ist einfach nur ja, eine Marke, die hier benutzt wird. Die wissen davon natürlich nichts, dass sie hier missbraucht werden. Und da laufen auch schon kriminalpolizeiliche Ermittlungen gegen den ganzen Quatsch. Ja, aber die machen weiter und weiter und weiter und ist eine Seite gelöscht, dann dauert das nicht lange, dann gibt es das Gleiche wieder auf einer neuen URL. Naja, und auf jeden Fall ist es so, dass wenn man sich auf der Höhle der Löwen, also auf dieser Fake-Webseite anmeldet, dann bekommt man hier auf einmal viele Anrufe von neuen Callcentern und von lauter, tja, neuen Betrügern mit Trading-Seiten. Schon interessant, ne? Also ich habe mich eigentlich nur einmal angemeldet und wollte nur einmal Millionär werden und nun rufen sie mich alle schon wieder in Scharen an. Tja, haben wir tatsächlich mit einmal Eintragen schon wieder ordentlich für Nachschub gesorgt. Ach ja, die Seite, die habe ich mal kurz gesehen gestern, ja. Ach ja, das war ja die komische Webseite, die man nicht auf Deutsch umsetzen kann, obwohl da Deutsch steht. Sie konnten die nicht auf Deutsch umsetzen. Nö, ist egal, ob ich eingeloggt oder ausgeloggt bin. Ich meine, jetzt habe ich ja kein Passwort mehr, aber, also glaube ich zumindest. Aber als ich als ich mich registriert habe, war ich ja eingeloggt und da konnte man auch von Deutsch auf, nee, von Englisch auf Deutsch stellen und das ging nicht. Das blieb halt einfach Deutsch, Englisch. Merkwürdig, ja, ich habe die jetzt eben hier angeklickt und habe die Sprache umgestellt eben auf Deutsch und wenn ihr funktioniert, ich weiß nicht, aus welchem Grund das bei Ihnen nicht geklappt hat. Keine Ahnung, also ich meine, vielleicht liegt es ja hier am VPN. Nee, liegt nicht am VPN. Ich habe es doch ein paar Mal ausprobiert und die Seite bleibt auf Englisch. Tja, was er hier wohl nicht mitbekommt, keine Ahnung warum, an manchen Stellen ist die Seite dann auf Deutsch, wenn ich sie auf Deutsch stelle. Aber nee, also an den meisten Stellen bleibt sie auf Englisch. So ein paar Kleinigkeiten sind dann hier auf Deutsch geändert, aber oben alles, was so die Übersicht ist, bleibt komplett auf Englisch. Seltsam, aber... Da hat sich wohl wieder jemand keine Mühe gegeben, weil hier schnell eine neue Betrugsmasche eröffnet werden musste. Dass da irgendwelche Cookies verschluckt werden, aber das, eigentlich passiert sowas nicht. Also, ja, ja, also ich habe das jetzt hier eben überprüft, bei mir funktioniert das wunderbar, also auch zurück auf Englisch, wenn ich das zurück auf Englisch stelle, dann auf Englisch, dann eben auf Deutsch, dass es halt eben auf Deutsch angezeigt wird. Nee, bei mir leider nicht, aber naja, Login und Passwort, das kriege ich ja noch hin. Vielleicht ein Tipp, dass Sie, nachdem Sie auf Englisch, auf Deutsch umstellen, dass Sie dann nochmal die Seite einen Refresh machen, also aktualisieren. Nee, macht er auch nicht, aber ich kann es ja mal mit STRG5 probieren. Oh, nö. Bleibt fleißig auf Englisch. Also oben in der URL steht mittlerweile auch hier .net/de/ schon drin. Ja, das haben wir schon drin, aber der übersetzt das Ding gar nicht. Und es ist trotzdem bei Ihnen auf Englisch angezeigt. Dann haben Sie es vielleicht im Hintergrund über einen Google-Übersetzer, weil der geht ja nach Land. Weil dann nützt ja da diese Umschaltfläche nichts. Hier kein Google-Übersetzer oder sowas, sondern es gibt eine deutsche Version und eine englische Version. Es ist nicht so, dass das über Google Translate übersetzt wird, das wäre auch an manchen Stellen vielleicht ungenau. Es gibt definitiv eine deutsche Version und normalerweise sollte das funktionieren, also wie ich vorschlagen könnte, welchen Webbrowser benutzen Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich habe den Tor-Browser. Ach, Sie haben einen Tor-Browser. Das kann jetzt sein, dass das vielleicht sinnvoll wäre, wenn Sie über Google sich da einloggen oder... Nee, so also ein Google-Browser oder sowas habe ich nicht, weil da wird man ja bloß ausgehorcht. Achso, das möchten Sie nicht nutzen. Nee, weil es ist möglich, dass es jetzt vielleicht daran liegt, weil es ja ein etwas speziellerer Browser ist, aber wenn Sie da mehr Wert legen auf, dass Sie da nicht irgendwie... Ja, also auf Privatsphäre, dann verstehe ich das schon. Aber möglicherweise liegt das daran. Eine andere Idee habe ich jetzt nicht. Nee, aber dann, ich werde mich das schon durchwursteln. Ich meine, letztendlich ist ja bloß, ich muss mir ja bloß merken, wo es steht. Ja, wenn Sie sich dann einloggen möchten, ja, an und für sich ist das, ja, genau. Achso, warte mal, ich guck mal nochmal in die E-Mail.
Jetzt habe ich ja auch was von Heinrich Schneider. Schneider, genau, das bin ja, ich. Oder, ja, genau, Schneider. Hm, genau. So. Ah ja, da ist dann wieder so ein Link. Hm? Genau, dann klicken Sie bitte auf den Link. Warum ist das denn eine andere Webseite und nicht Ihre? Ach so, also die Zahlung erfolgt über diesen Server, also Exchange Bio, oder wir haben noch arbeiten noch mit CoinDeck. Aber wenn Sie eine Kreditkarte nutzen, also CoinDeck wird benutzt jetzt, wenn jemand Online-Banking benutzt oder eben eine normale Karte. Ja, aber warum geht das nicht bei Ihnen auf der Webseite? Das kann ich Ihnen jetzt auch nicht beantworten. Also es ist halt so, dass diese Zahlungsmethoden hier verwendet werden. Tja, da haben wir wieder auf die komischen Krypto-Wallets und Einzahlmethoden weitergeleitet auf fremde Drittanbieter-Webseiten. Das heißt, allerspätestens hier sind wir dann mit der Seriosität dann auch komplett raus. Tja, ich weiß nicht, welcher Anbieter euch auf eine externe Webseite weiterschickt, wenn ihr was bezahlen sollt. Das ist komplett Blödsinn. Vor allem, wenn da auf dieser Seite überhaupt gar keine Informationen stehen. Also was soll denn der Quatsch? Wenn ich irgendwo was einzahlen soll, dann kann ich das bei denen auf der Webseite tun und muss dazu nicht irgendeine andere fremde externe Webseite aufrufen. Also Exchange Bio ist ja ein Unternehmen, das Online-Zahlungen anbietet und wird das hier verwendet. Ja, was ja. Ich meine, die Seite, die gibt ja auch nichts her. Also kein Impressum, gar nicht, wer der Hersteller von der Seite ist. Wenn ich jetzt das mal alles rauslösche aus dem Link und nur auf die Domain gehe, dann, ja, was das? Da habe ich dann nur die Einzahlungsmöglichkeit Pay 250, Pay 500 und Pay 1000. Das sieht mir fast so aus, als wäre das nur eine Webseite für euch, wo ihr vorher schon auf den Link klicken könnt. Ich weiß nicht, dass man, also BioExchange, das ist natürlich eine Webseite, die jeder benutzen kann. Ja, aber eine Webseite, die jeder benutzen kann, gibt ja auch irgendwelche Informationen preis. Also, wo sie herkommen, was sie machen und wem die gehört. Und hier gibt's ja nicht gar nichts. Ja, normalerweise sollte das, ich weiß es jetzt nicht genau, ich habe da noch nie nachgesehen, um ehrlich zu sein, ob was da bei Exchange Bio gesehen ist. Ich kann das ja mal kurz hier anschauen, einen Moment. Ich meine, wenn man jetzt mal auf Ihre Seite geht, da steht ja eine ganze Menge. Da hat man FAQ und ich meine, sowas ist ja immer schon mal ganz wichtig, auch wenn es jetzt hier in Englisch ist und ich da nichts von lesen kann oder wenig. Dann haben wir ja hier, was weiß ich, was gibt's denn hier noch? Kontotyps, da stehen so ein paar Informationen, Policy haben wir hier noch, das glaube ich irgendwas mit Datenschutz oder so. Genau, ja. Ja, dann hier Terms. Das ist, glaube ich, so in Richtung AGB, kann das sein? AGBs, genau. Ja. Das sind die AGBs. Kontakt US, ja, sehen Sie so, die Standardsachen, die weiß man dann doch irgendwann. Ja, in der Tat. Also auf deren Webseite gibt es so einiges zu lesen. Aber außer Bullshit findet man nix. Auf den hinterlegten und genannten Seiten ist dann eigentlich nur so ein Standard-Blabla und nicht die wirklichen Sachen, die man eigentlich da so finden sollte. Also ist lange Rede, kurzer Sinn auf dieser Webseite. Viel Müll um nichts dahinter. Und da, ja, gut, ja, ich sag mal, auf Kontakt, ja, steht auch eine E-Mail-Adresse, support@cp, das, ja, auch wenn die Domain-Endung dann anders ist, aber das ist ja egal. So, und, das, also da habe ich ja Informationen über die Firma, aber wenn ich jetzt über einen Drittanbieter bezahlen soll und da steht gar nicht, wer es ist. Ja, also wenn Ihnen das, ich habe das jetzt eben angeklickt, ich finde hier auch in der Tat keine anderen Informationen. Wenn Ihnen aber das dann irgendwie suspekt vorkommt, also wir können das auch gerne über CoinDeck machen. Ja, dann probieren wir es da mal. Dann schicke ich Ihnen einen anderen Link, genau, dann schicke ich Ihnen einen anderen Link und genau. Ja Leute, wenn ihr das ein bisschen suspekt findet, dass die Webseite keine Informationen hergibt, ja, dann geht ihr einfach auf CoinDeck. Das ist dann nicht suspekt, dass ich jetzt schon wieder auf einer ganz anderen Webseite einzahlen soll. Naja, aber das ganze Spielchen wird hier noch ein bisschen interessanter. Das dauert jetzt noch ein bis zwei Minuten, weil zu CoinDeck, das ist eigentlich auch eine sichere Zahlungsmethode, da muss man einen Code für Sie anfordern. Das ist einmal ein persönlicher Code. Mhm.
Wenn, Sie können sich ja als Beispiel mal Moonpain nehmen. Da steht sowas alles drauf. Moonpay, also ja, Moonpay, das Problem ist, dass Moonpay, also es ist hier so richtig bei Kunden, wird. Das kam akustisch hier nicht mehr an. Moonpay wird bei Kunden, die über 70 benutzt normalerweise. Also was schon wieder für eine gequillte Scheiße. Der erzählt mir jetzt hier wirklich, Moonpay ist eine Webseite, die nur von älteren Leuten benutzt wird. Aha, naja, als ob sich ältere Leute Geld mit ihrer Karte, Banküberweisung, wie auch immer, in Kryptowährungen transferieren. Das machen natürlich dann nur die über 50-Jährigen. Alle anderen machen das nicht auf der Moonpay-Seite. Alle anderen nehmen CoinDeck, weil da steht noch weniger als bei Moonpay. Nee, Leute, also ich kann euch sagen, warum die jetzt hier schon wieder nicht mehr Moonpay nehmen wollen. Am Anfang hatten wir ja immer Moonpay. Aber wie ich euch bereits erklärt hatte in den anderen Videos, Moonpay hat dagegen gesteuert. Und Moonpay schreibt ganz fett in Rot, wenn jemand so ein bekanntes Krypto-Wallet da einträgt, Achtung, Finanzbetrug. Ja, und deswegen nutzen die alle kein Moonpay mehr, weil Moonpay scheinbar der einzigste Anbieter ist, der eben nicht auf Datenschutz und auf seine Kunden scheißt, sondern weil das einfach ein Anbieter ist, der wirklich dagegen steuert und was dagegen tut, dass da auf Moonpay betrogen wird. Und letztendlich verdient Moonpay ja daran dann auch weniger. Das ist dann schon nett, ne? Weil letztendlich, denen ist es nicht egal. Die verzichten da freiwillig auf ihre Tauschprovisionen und sagen, Achtung, das könnte hier Betrug sein, lass mal da die Finger von. Die anderen Seiten machen es auf jeden Fall nicht. Und naja, da steht ja auch nicht viel mehr. Also Impressum und wer die eigentlich alle sind, naja, ist im Ausland halt nicht so geregelt wie bei uns, ne? Aber Moonpay ist da tatsächlich eine Seite, die sitzen zwar im Ausland, ich glaube, die kommen aus Amerika, ja, aber die geben ziemlich viel Preis von sich und wer sie eigentlich sind, was sie machen, wo die Firma sitzt und so weiter. Und die kann man noch erreichen, die haben eine Telefonnummer. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, ich kann ja kurz nachfragen, möchten Sie gerne Moonpay benutzen? Also ist mir egal, Sie können mir ja diese andere Seite dann noch zeigen. Genau, ich kann sie Ihnen zeigen, ansonsten wäre jetzt Moonpay an und für sich auch möglich. Schon eine witzige Geschichte. Erst will er mir Moonpay ausreden und weil ich sage, ich mag halt Moonpay, tja, da kann man ja mal auf die Idee kommen und dann vielleicht doch noch Moonpay machen, wenn er wenigstens darüber seine Kohle reinschmeißt in das olle tolle Unternehmen. Da fällt mir eigentlich nur eins dazu ein. Bei diesem Betrügerunternehmen ist das Opfer noch König. Jetzt noch schnell ein Wallet-ID und dann müsste die E-Mail dann bald rausgehen. Mhm. Alles klar, E-Mail ist an Sie raus. Ja, ich gucke mal, ob da schon was da ist. Mhm. Nee, noch nicht. Oh, der muss das ja erst wieder vom Server sicher abrufen. Da ist auch nochmal so ein Filterprogramm zwischen. Oh, warte mal, ich muss mich mal, glaube ich, neu einloggen bei der E-Mail. Ja, oder vielleicht mal aktualisieren. Ja, der schmeißt mich ja ab und zu mal irgendwann dann raus, ach so, weil da so ganz viel Virenschutzkrempel und sowas drüber läuft. Ach so. Wenn es ganz kacke läuft, dann muss ich, glaube ich, den Server mal neu starten. Aber das dauert dann. Ja, also wir haben Zeit, also das ist jetzt nicht zu schlimm an und für sich. Und ich habe jetzt hier nur einen Kreisel, wird geladen, aber der macht gerade nichts. Mhm. Ich glaube, ich muss mal den ganz kurz hier in Ruhe lassen. Ja, also machen Sie mal, also es ist jetzt nicht so dringend. Ah, jetzt hat was. Moment, jetzt kann ich mich wieder einloggen, jetzt geht das zumindest erstmal. Wenn wir Glück haben, ist die E-Mail schon da. Also bei mir ist ja angezeigt, dass die bereits an Sie rausgegangen ist, beziehungsweise zugestellt wurde. Genau. Ja, der Server empfängt es schon, aber das dauert dann halt immer eine Weile, bis es ins ins Postfach durchdickert. Was so Sicherheit angeht, da bin ich ein bisschen paranoid. Ja, bitte besser. So.
denn die Seite her? Irgendwie bin ich jetzt, keine Ahnung, wie ich jetzt da drauf gekommen bin, aber ich habe jetzt irgendwie eine neue Seite. Die heißt youbycoins.de. Nein, App CoinDeck. Nee, dann habe ich irgendwas Falsches aufgemacht. Sagen Sie mal. Keine Ahnung, fragen Sie mich, wie ich die jetzt aufgemacht habe. Ja, also Sie klicken einfach auf den Link, Sie sehen da einen blauen Link und dann darunter sehen Sie einen Code, der einen ziemlich langen Code, das ist Ihr Wallet-ID, also das ist Ihr Sicherheitscode und auf den blauen Link, wenn Sie klicken, dann sollten Sie an CoinDeck, also das da steht Buy Bitcoin with Credit, Card or Bankwire. Ja, das lädt gerade immer noch die E-Mail runter. Also ich sehe schon, dass ich eine habe, aber jetzt dauert das ja auch noch mal einen ganz kurzen Moment. Genau. Also da steht schon bei Bitcoins, das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt einfach Bitcoins kaufen, sondern Ihr Startguthaben wird natürlich in Bitcoins da umgerechnet, aber bei Ihrem Fall, weil Sie ja aus Deutschland sind, dann in Euro. Die benutzen ja dann Euro. So, jetzt habe ich den Link auf. Ja. Haben Sie das jetzt auf Englisch oder auf Deutsch vor sich? Warten Sie. Ich habe gerade so viel auf. Ich muss erstmal den richtigen Tab. Ach, da. Nee, das war auch nicht. Doch. Warten Sie mal. Nee, CoinDeck sagten Sie, ne? Genau, CoinDeck. Und gerade hatte ich doch noch eine Seite, wo ich mich gewundert habe, wo die herkommt. Die sah genauso aus, nur mit einem anderen Logo. Ach, jetzt habe ich natürlich zu, wenn Sie mal. Man kann auch geschlossene Tabs wieder herstellen. Wenn Sie auf den Verlauf gehen und dann könnt ihr was hier finden eigentlich. Ja, im Verlauf ist ja da nicht so ein Logo dran, dass man da das so schnell wiederfindet. Ach so. Ja, ja. Warten Sie mal, hier Chronik, so, aber ich, doch, da ist, mittlerweile ist da so ein Bommel dran. So. Oh. Also, das also die, ein Punkt und ein Quadrat. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie ich das gemacht habe, aber tatsächlich, die Webseite yourbycoins.com ist nichts anderes als die Webseite CoinDeck. Ja, und ist da irgendein Unterschied zwischen den zwei Webseiten, oder? Nur das Logo und die Farbe von schwarz auf so hellblau. Also bei den Konturfarben. Also normalerweise, was ist die Seite, die jetzt Ihnen angezeigt werden sollte, ist, dass Ihnen links ein Logo, also ein Punkt und ein Quadrat, dann mit dem Text bei Bitcoin, Credit Bankwire, dann die Felder, also die auszufüllenden Felder sind hellblau und rechts die Zusammenfassung ist auch hellblau. Und Sie haben dann in der zweiten Zeile Choose Payment Method, Credit Card, Bank Transfer und Klarna. Das steht ja bei dem anderen auch so, nur noch dicker. Ach so, ja, vielleicht wurde Ihnen dann die Seite da anders geladen, oder? Aber inhaltlich ist das dasselbe, oder? Inhaltlich sind die Seiten exakt gleich. Also wie gesagt, nur bei der einen ist die dicke Warnung hier unten noch größer. Und also bei der hellblauen, also nicht die, die sie geschickt haben, sondern da die andere, die hat halt nur eine ganz kleine Warnung. Welche Warnung meinen Sie? Na, da unten ist doch so eine Art Warnung drin. Eine Warnung? Ich weiß jetzt nicht genau, was Sie meinen mit der Warnung. Also da unten ist halt im... So ist wie das Impressum am Ende der Seite, ja. Und das I'm not a robot, das ist jetzt keine Warnung, sondern das überprüft halt, dass sie jetzt kein Roboter selbstverständlich sind. Na, ich meinte den Text da drüber. Ich kann das jetzt nicht direkt zuordnen, was Sie mit Warnung meinen. Na, da ist so ein Text. Über dem Ding. Also mit dem Roboter-Ding da unten. Keine Ahnung, wie das heißt. Ach so, das I'm not a robot, oder? Ja, und da ist ein Text drüber. Ach so, the CoinDeck is the only exchange, only not affiliated third-party trading way. Ja, also
Text ist dann bei Ihnen dicker angezeigt in dem bei der ersten Version. Genau. Ja, das denke ich hängt damit zusammen, wie die geladen wurde. Also. Ne, da ist sogar noch so ein Achtungszeichen mit drin. Also das ist bei der blauen Seite ist es ein kleines Tickchen hübscher. Also da kann ich jetzt nichts dazu sagen. Ich habe das jetzt auch zweimal aus der E-Mail angeklickt, die Ihnen zugekommen ist, und das ist beides mal normal. Vielleicht hängt das dann mit Ihrem Browser zusammen. Wir benutzen ja hier Google Chrome. Ja, das sind ja technisch zwei verschiedene Webseiten, aber ich guck gerade, ob das der gleiche Hersteller ist. Das wäre ja auch mal interessant. Unter Kontakt aus. Naja. Sehr vertrauenserweckend. Also die blaue Seite ist schon mal nicht vertrauenserweckend. Da ist komisch. Wahrscheinlich irgend so ein nachgebautes Ding. Wenn ich bei der schwarzen jetzt mal auf Kontakt klicke. Wo kommt auch bloß eine E-Mail? Warum kann man eigentlich Ihre Telefonnummer, mit der Sie mich anrufen, nicht zurückrufen? Weil es eine Satellitenausgangsnummer ist. Na Mensch, mal eine ganz neue Story, weil es eine Satellitenausgangsnummer ist. Ganz ehrlich, also sofern der auf unserem gleichen Planeten telefoniert, braucht er keine Satellitenausgangsverbindung. Und eine Satellitenausgangsverbindung kann man auch unter Garantie zurückrufen, wenn man über einen Satellitentelefon telefoniert. Nehmen wir zum Beispiel mal von einem Schiff. Ein Schiff hat nicht nur Funk, sondern ein Schiff hat ja auch Internet unterwegs. Das geht dann über Satellit. Das heißt, so ein Schiff kann auch über eine Satellitennummer telefonieren. Naja, und da kann ich auch zurückrufen. Also von daher weiß ich nicht, was der jetzt schon wieder für einen Scheiß da erfindet, aber vom Prinzip her spielt es keine Rolle. Aber ihr kennt ja das Spielchen schon mit der Telefonnummer. Ach so, aber Sie wissen schon, dass das in Deutschland verboten ist. Es ist nicht verboten. Das ist verboten. Sie dürfen in Deutschland nicht mit Rufnummern-Spoofing anrufen. Ja, das ist es ja eben nicht. Ja, natürlich, wenn ich Sie nicht zurückrufen kann. Wenn ich Sie nicht zurückrufen kann, ich muss Sie erreichen können, wenn ich Ihre Rufnummer wähle. Das ist gesetzlich vorgeschrieben hier in Deutschland. Sie können uns natürlich erreichen über die Kontakttelefonnummern. Naja, aber ich muss. Darüber muss ich Sie gesetzlich erreichen können. Muss ich. Ja, aber nicht über die Ausgangsnummer. Natürlich. 100%. Ich muss Sie in Deutschland über die Rufnummer, mit der Sie mich anrufen, sei es auch eine Handynummer, was hier gerade bei mir im Display steht. Ja. Diese Nummer muss ich exakt 1:1 so zurückrufen können, indem ich auf einfach wiederholen drücke. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Das ist möglich, dass das in Deutschland so der Fall ist, aber... Wenn Sie nach Deutschland telefonieren, dann müssen Sie sich da dran halten. Aus Großbritannien sind, also ich kann Ihnen da jetzt dazu nichts sagen, das ist mir jetzt... Nicht in dem Sinne. Und wissen Sie, was ich Ihnen noch sagen kann? Vielleicht wissen Sie es ja selber nicht, aber Ihre gesamte Firma ist Betrug. Von vorne bis hinten. Sie schicken mir hier Krypto-Wallets, wo ich mein Geld ins Nichts schmeiße. Also das ist jetzt nicht so richtig. Also ich habe Ihnen auch... Das ist richtig. Es ist exakt so richtig. Dass Sie per MoonPay auch zahlen können, wenn Ihnen das so lieber ist. Und ich weiß auch, warum Sie mir MoonPay nicht freiwillig geben, weil bei MoonPay... würde Ihre Bitcoin-Wallet-Adresse mittlerweile erkannt werden. Wenn ich bei MoonPay einfach mal das Krypto-Wallet von dem Link, den Sie mir geschickt haben, dort eingebe, dann steht hier schon sofort bei MoonPay ganz groß in Rot geschrieben, Achtung, Finanzbetrug. Ja, ich kann Ihnen gerne MoonPay geben. Also ich weiß MoonPay nicht, was warnt schon selbst vor Ihnen. Und nicht nur MoonPay, das ganze Internet ist voll. Und mal davon abgesehen, habe ich mich über eine absolut unseriöse Webseite bei Ihnen angemeldet, und zwar über die Höhle der Löwen. Und das Werbekonzept wird mittlerweile in Deutschland von der Kriminalpolizei verfolgt. Und danach haben Sie mich angerufen. Und nun wollen Sie sich noch rausreden? Ich will mich ja nicht rausreden, ich will ja auch nicht mit Ihnen rumdiskutieren. Wenn Ihnen dieses Angebot nicht zusagt, dann müssen Sie sich da nicht anmelden. Sie arbeiten in einer Firma, die absolut kriminell ist. Sie machen sich damit mitstrafbar. Nach deutschem Recht. Das hat jetzt keinen Zweck auch hier, weil das dann ja sehr wahrscheinlich... Ja, da haben Sie keine Ausrede mehr dazu. Also haben Sie jetzt Interesse an dem Angebot oder nicht? Ich möchte hier nicht mit Ihnen rumdiskutieren, wenn Sie sich einfach hier angemeldet haben, aus welchem Grund auch immer.
dann müssen Sie das sagen. Ansonsten müssen wir uns hier nicht gegenseitig die Zeit stellen. Ne, ich stelle, wenn dann nur Ihre Zeit, aber Sie meine nicht. Weil letztendlich, das, was ich mit Ihnen hier mache, werden alle anderen erfahren. Das ist der Sinn an der ganzen Geschichte. Aber Sie können mir ja gerne mal erzählen, ob Sie zufrieden sind mit so einem Job. Menschen betrügen. Und das auch noch wissentlich scheinbar. Ja, ich werde hier sicher nicht darauf eingehen, dass Sie hier der Ansicht sind, Menschen betrügen. Wenn das für Sie Betrug ist, dann nehmen Sie dann Abstand von das dem Das ist Angebot. Nicht nur für mich Betrug. Das ist für alle anderen auch Betrug, was Sie hier machen. Ja, das ist jetzt hier... Sie arbeiten tatsächlich sogar fast nach dem gleichen Skript wie die Dame vor Ihnen. Und soll ich immer sagen, wo die Dame vor Ihnen herkommt? Auch von der Höhle der Löwen, nur da wurde ich weitergeleitet an eine andere Webseite, WardenVC. Ist nichts anderes. Ist auch direkt aus der Werbung von die Höhle der Löwen. Mit dem gleichen Skript, nur ein anderer Firmenname. Und soll ich Ihnen mal noch was sagen? Sogar Ihr Intranet vom Login ist der gleiche. Gut, das heißt, Sie sind einfach nur eine Betrugsfirma. Wir kommen hier nicht weiter. Ich beende dann das Gespräch. Sie möchten hier nur Recherchen machen oder Spielchen machen. Nee, ich bringe das zur Anzeige. Ja, das machen Sie, was Sie für richtig halten. Weil Sie sind bei einer Finanzbehörde eben auch nicht gemeldet. Das haben wir auch gerade mal noch fix geprüft. Sie sind nirgendwo registriert und gemeldet. Nirgendwo. Das ist auch falsch. Da müssen Sie mal besser überprüfen, das ist auch falsch. Aber Sie machen ja gut Ihre Recherchen, Sie sind da sind dabei. Das ist nicht falsch. Haben Sie das selber mal schon mal nachkontrolliert? Sie selbst persönlich? Ich beende jetzt das Gespräch. Ach, da haben Sie keine Antwort drauf. Ganz genau. Dann wissen wir ja, wie der Ausgang ist. Sie wissen selbst, dass das Betrug ist. Darüber rumdiskutieren, ob das... Ja, wenn ich Ihnen eine Frage stelle, können Sie mir doch darauf antworten, oder nicht? Ja, ich könnte, aber ich sehe da keinen Sinn. Ja, nur unseriöse Firmen sehen da drin keinen Sinn, richtig, weil sie keine Ausrede mehr parat haben. Auf Wiederhören. Ja, genau, so machen das unseriöse. Richtig, und da ich hier meine Spielchen mache, hat er auch keine Lust, mit mir zu reden. Richtig, ja, ganz normal so, ne? Ja, aber er konnte mir ja nicht mal sagen, wo er registriert ist, also von dem her. Und selber geprüft hat er das ja scheinbar auch nicht. Also ich weiß nicht, ob der so blöd ist und das glaubt, was die Firma ihm sagt und dass er sich für ein seriöses Unternehmen hält. Naja, aber ich habe euch ja schon im Video oder im Anruf erklärt, wo ich die Daten her habe von dieser Firma. Und naja, dass das eigentlich 1:1 nichts anderes ist als Betrug. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten vergesst natürlich nicht, den Abo-Button zu drücken, wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt. Und ja, hier findet ihr noch ein paar andere Videos von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.